Moin! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch 2015. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen, habt Weihnachten und so weiter gut überstanden. Bei uns war alles ruhig, Gott sei Dank. Heute soll es mal direkt losgehen oder weitergehen mit der Pinkbox. Die kam am Donnerstag oder Freitag. Ich glaube, am Freitag habe ich sie gekriegt. Und habe auch schon reingeschaut, weil ich so neugierig bin und immer nicht abwarten kann. Und weil ich das Video jetzt schon zum vierten, fünften Mal oder so drehe. Meine Wellensittiche, die lieben, haben immer dazwischen gequatscht. Jetzt habe ich sie ausquartiert ins Nebenzimmer. Jetzt dürfte es ein bisschen ruhiger sein, denke ich. So, dann fangen wir mal an. Wo habe ich meinen Zettel? Da. So, mit der Zeitschrift. Ja, wie sollte es denn auch nie anders sein? Habe ich mal wieder die Eat Smarter bekommen. Ja, schön. Ich will die einfach jetzt nicht mehr haben. Ich möchte doch auch eine Beauty-Zeitschrift oder sowas. Irgendwas, was Kosmetisches, was auch zur Box passt. Ich finde, so eine Eat Smarter passt am besten in so eine Fresshagen-Box wie Brand News Box oder was es da auch noch so anderes gibt. Also, naja, wie gesagt, meine Mutti freut sich vielleicht wieder, ich aber nicht. Dann geht's los mit dem ersten kosmetischen Produkt. Und zwar haben wir da Triple Moon. Ja, My Ginger Morning. Ja, liebe Pinkbox, wenn ihr das Video seht, was ich hoffe, hört doch endlich auf, immer dieses Triple Moon da reinzupacken. Das ist ja wirklich ein tolles Produkt und ich mag das auch. Aber ich habe jetzt schon insgesamt 3 Flaschen verschenken müssen, weil ich kriege das ja nie aufgebraucht im Leben. Das ist ja, das sind, wie viel? 350 Milliliter. Das ist ja eine Riesenmenge. Jetzt muss ich gucken, dass ich das auch irgendwie verschenke oder so. Nee, komm, jetzt hört mal auf. Ne? Reicht. Also es sind 350 Milliliter für 3,95 Euro. Wie gesagt, an und für sich ein gutes Produkt, aber ich habe davon jetzt echt mal noch die Nase voll. Das reicht jetzt. So, dann haben wir Kiss Gloss von NYC. Das ist ein Lipgloss. Das sind, weiß ich gar nicht, wie viele Milliliter sind da drin. 9,4 Milliliter. Kosten 4,50 Euro. 4,50 Euro. Ich wollte nur mal sagen, das ist, ne? Das ist ein kleines Produkt. Also, ganz schön happig, ne? Der Preis. Riecht ganz gut. Ich habe da gerade schon dran gerochen, da habe ich gedacht, boah, das kannst du dir nie auf die Lippen schmieren, das riecht so übel nach Marzipan. Aber wenn der Duft erstmal entweichen kann, sag ich mal, dann entwickelt sich nach leckerem Kaugummi. Also es riecht nach Kaugummi und auf den Lippen ist das sehr flutschig. Wie man Lipgloss so kennt und man hat auch das Gefühl, man hat flüssiges Kaugummi auf der Lippe. Nicht, weil es so klebt, naja, es klebt schon, aber weil es so schmeckt. Schmeckt gar nicht so schlecht. Schmeckt nach Kaugummi. Aber ich denke mal, ich bin kein Lipgloss-Typ und ich mag es eigentlich nicht so gerne. Naja gut, wer es mag, für den ist es was und gut ist. So, dann das Highlight-Produkt für mich persönlich aus der Box, weil ich das noch nicht hatte und nicht kenne und ich das aber absolut toll finde, ist das Balea Dusch, diese Dusch-Body-Milk. So, jetzt haben wir es. Die ist wirklich sowas von toll. Also ich wollte das immer schon mal ausprobieren. DM haben wir ja leider hier nicht. Falls der DM das irgendwann mal irgendwie eins meiner Videos sehen sollte, bitte lieber DM, kommt in meinen Kaff. Bitte lasst euch in meinem kleinen Städtchen irgendwo nieder. Es wäre so schön. Ich brauche nämlich noch mehr In-Dusch-Body-Milk. Wichtig. So, da habe ich jetzt auch schon dreimal mit geduscht. Beziehungsweise mich dann in der Dusche damit eingecremt. Ich finde das klasse. Also das ist so toll. Du duschst dich ganz normal, dann cremst du dich hier mit ein, spülst das wieder ab, trocknest dich ab, ziehst dich an, fertig und du bist eingecremt. Das ist super. Ich mag das. Das sind stolze 400 Milliliter, also so ein richtiger Humpen hier, für 2,45 Euro. Top. Und es riecht... Pst. Danke. Und es riecht nach Creme. Möchtest du das auch mal riechen? Komm her. Komm her. Ja, komm her. Willst du nicht? Komm jetzt! Ne, will sie nicht. Will nicht. Ja, es riecht ganz normal nach Creme. Es ist total toll. Ich finde es super. So. Dann haben wir hier Sensodyne
Hey. Sensodyne tägliche Zahnpasta ist auch eine Originalgröße für 4,99 Euro, sind 100 Milliliter. Bis jetzt habe ich noch nichts von Sensodyne ausprobiert. Ich habe immer so meine ganz normale Zahnpasta von Aronal und Elmex. Und da bin ich aber ganz gespannt. Also ich habe jetzt auch keine Probleme mit dem Zahnschmelz. Aber ich kann es ja trotzdem mal verwenden. Vielleicht ist es ja irgendwie, merke ich, ein Unterschied oder so. Ja, finde ich ganz interessant. So, und das letzte Produkt ist von HBC. Natura Aloe Vera Handcreme. Das ist auch eine Originalgröße. 75 Milliliter für 5,95 Euro. Ja. Das ist in so einem kleinen, das hat so eine kleine, na, so eine kleine Öffnung. Da denkt man erst, wenn man das so fühlt, oh, das ist so ein Gel. Aber ist es nicht, das ist eine Creme. Und diese Creme riecht total zitronig. Also man denkt ja, das riecht irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen, weiß nicht, Aloe Vera finde ich, riecht manchmal ein bisschen muffig, aber gar nicht. Überhaupt nicht der Fall. Richtig zitronig, frisch, lecker und zieht total schnell ein. Mach ich wohl riechen, ja, aber für 5,95 Euro würde ich es mir jetzt nicht unbedingt nochmal kaufen. Das ist mir zu teuer. Psst. Du musst jetzt nicht auch noch laut machen hier. Ja, das waren somit auch alle Produkte. Wie fand ich die Box an sich? Sehr pflegelastig, weil wir haben einmal die Indusch Body Milk, dann haben wir nochmal Trackle Moon Body Lotion und diese Aloe Vera. Ja, weiß nicht. Also, ich bin diesen Monat nicht so angetan von der Pinkbox. Da hättet ihr mir mal lieber noch viermal was von der Indusch Body Lotion reinlegen können. Dann wäre ich glücklicher gewesen. Also, ich weiß nicht. Nee, alleine mit der Eat Smarter schon wieder, das war jetzt nicht so ganz so meins. Ja, wie fandet ihr denn die Pinkbox? Haben euch die Produkte interessiert oder sagt ihr so, ach nö, eigentlich finden wir die auch nicht so toll? Die Entwicklung der Pinkbox eher positiv oder negativ? Ich glaube, also ich finde sie momentan etwas negativ. Und ich bin noch am Überlegen, ob ich sie eventuell abbestelle. Aber ich habe mir gesagt, ich warte nochmal bis März und dann schauen wir mal. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.